Hallo und herzlich willkommen wieder zu RecoPlay. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht, der Michael ist heute mal wieder an meiner Seite. Schönen guten Tag. Und er hat auch wieder auch ein Spiel aus seiner Dreamcast-Sammlung für uns mitgebracht, was wir euch jetzt heute mal ein bisschen zeigen wollen. Heute geht es um 18-Wheeler American Pro Trucker aus dem Jahr 2000. Und ich weiß ja, hast du das seinerzeit damals schon gespielt oder ist das was, was du jetzt so in der Retro-Leidenschaft mitgenommen hast irgendwann? Letzteres. Also die Retro-Leidenschaft kam dann. Man hat am Anfang auf der Dreamcast, hatte ich schon ein paar Spiele zusammen, so an die 15, 20 Stück. Mhm. Und dann ging die Sammelleidenschaft los und da kam dann noch das ein oder andere Spiel dazu. Also wir haben für den Kanal noch bis 2025 und darüber hinaus. 25, ich hätte es 35 gesagt. Ja, wir werden genug haben, bin ich mir sicher. Ja, die erste Dreamcast-Folge von uns beiden kam ja auch schon ganz gut an. Ja. Und da werden wir noch mehr in petto haben. Wobei wir bestimmt auch mal was anderes außer Dreamcast zusammen machen werden. Wir haben ja auch eine Mega Drive-Vergangenheit zusammen zum Beispiel. Ich möchte mich nur noch mal an der Stelle ganz herzlich bedanken. Sven hat mir unheimlich versprochen, dass er keine Kommentare gelöscht hatte, die irgendwie negativ waren, sondern... Es gab keine negativen. Ich bedanke mich für die freundliche Aufnahme in der Community. Ja, sehr gerne. So, 18-Wheeler ist im Prinzip so dasselbe Grundsetting, was wir schon bei Ferrari F355 Challenge hatten. Das heißt, das Spiel ist auch ebenfalls ein Arcade-Automat von 1999 gewesen, der dann 2000 für die Dreamcast portiert wurde und zwar auch wieder von Sega AM2, also dem bedeutungsvollsten internen Entwicklerstudio von Sega, kann man eigentlich sagen. Und an der Stelle werden wir einfach mal uns die Infos für heute schenken, würde ich sagen, und einfach auf die Folge von Ferrari F355 Challenge verweisen. Die verlinke ich euch auch hier oben. Da haben wir jede Menge Infos zu Sega AM2 und auch zum Produzenten hier beim Spiel, Yu Suzuki, gegeben. Ja? Zeig nochmal, dann kannst du länger verlinken. Da oben. Okay. Ich glaube, das geht gar nicht so lange. Genau, und wer da, wie gesagt, noch ein paar Hintergrundinfos haben möchte, der kann gerne einfach sich die Folge nochmal anschauen. Da gerne. Haben wir gerne, jede Menge Sachen erzählt. Genau, der Director hier bei dem Spiel war Kaishi Matsunami und der hat, soweit ich weiß, das Spiel hier ist das allererste Spiel gewesen, was er für Sega gemacht hat damals. Und wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, ist er sogar bis heute im Sega-Konzern. Also ich hatte noch ein Spiel gefunden, 2017, irgendwas, was er da gemacht hat. Ist jetzt auch erst 5 Jahre her. Also das heißt, ich vermute mal, der wird da tatsächlich auch immer noch tätig sein. Also ich stelle fest, mit der Dreamcast, du hast einige schwierige japanische Namen jetzt, die dich erwarten. Ja, das ist nicht das Erste. Ich habe immer Probleme mit japanischen Namen. Ich gebe mir echt immer Mühe, aber sie wollen mir nicht im Kopf bleiben. Ich muss sie irgendwie immer von unserem Skript hier ein bisschen ablesen. Ja, es sind so viele Silben, das ist verständlich. Das stimmt, ja, weil die so oft so gleich klingen einfach. Ja, ne? Ja, außer auf der Dreamcast gibt es das Spiel auch noch für den GameCube und für die PlayStation 2 und auch da im Prinzip wieder das gleiche wie bei Ferrari F355 Challenge. Auch da hat Acclaim das Publishing übernommen für die anderen Plattformen. Ne? Also von daher alles relativ gleich. Ja, Michael, zu unser beider Leidwesen ist 18-Wheeler ja eines der letzten Spiele gewesen, die Sega tatsächlich portiert hat von den Arcades auf die Dreamcast, bevor sie dann die Transformation gemacht haben zum reinen Third-Party-Entwickler eigentlich. Ne? Aber sie haben noch, das hast du auch aus deiner Sammlung mitgebracht, einen Nachfolger gemacht für das Spiel hier. Das ist korrekt. Den du mir auch schon angepriesen hast und das Spiel werden wir euch in der nächsten Folge dann präsentieren. Ich versuche mal wieder ohne Spiegelung. King of Route 66 heißt das Ganze. Und bei dem Spiel hat man dann auch mehr Zeit für die Entwicklung gehabt. Und das merkt man bei dem Spiel rundum. Also es ist wesentlich umfangreicher geworden, mehr Trucks zur Verfügung, mehr Strecken, mehr Missionen. Also das ist ein Spiel, was wir noch auf alle Fälle richtig ausführlich euch zeigen müssen, weil wir werden gleich noch, wenn wir zu den Reviews kommen, darüber zu sprechen haben, dass tatsächlich der relativ geringe Umfang bei 18-Wheeler der Hauptkritikpunkt eigentlich so gewesen ist. Weil es war eines der allerletzten Spiele für die Dreamcast. Sega wusste, dass sie die Konsole im Endeffekt nicht mehr weiter unterstützen werden, was die Hardwareverkäufe angeht. Das heißt, man hat dann einfach noch die Projekte zu Ende geführt und Gott sei Dank dann auch den Fans das Spiel noch geliefert. Und dann werdet ihr später sehen, bei 18-Wheeler das Interessante. Wir hatten ja vorhin gesprochen von dem Ferrari F355 Challenge. Das war dann eine Rennsimulation gewesen. Hier sind wir wieder back to the roots bei Sega, richtig arcadisch. Das ist ein waschechtes Arcade-Spiel eigentlich, ne?
Da wird gerammt, da wird weggerempelt. Ja, definitiv. Bis zum Gehtnicht mehr. Das sind auch diese ganzen klassischen oder typischen Arcade-Sachen, dass du Zeitboni kriegen kannst, ne? Dass richtig. Du natürlich immer diese Zeitbegrenzung hast, allein schon, wenn du den Truck auswählen musst am Anfang wieder. Also ja. die ganz typischen Sachen einfach. Ne? Aber mit den unterschiedlichen Charakteren, die dann auch auftauchen in dem Spiel. Also es ist so ein typisches Sega-Ding dann. Dass man da eben dementsprechend merkt, sie sind dann wieder back to the roots. So, F355 Challenge war so ein bisschen so eine Ausnahme, wo sie aus dem Konzept rausgefallen sind. War genau, so ein Nischending eigentlich fast damals schon auch. Das ist ne? richtig, ja. Also mich haben sie damit voll erwischt mit der Nische, das war genau mein Ding, aber nichtsdestotrotz, eine andere Form des Rennspiels ist 18-Wheeler und da ist jede Menge Action vorhanden, was wir euch dann gleich noch präsentieren werden. Auf jeden Fall, mit sehr interessanten Spielmodi, auf die wir gleich noch eingehen werden. Mhm. Ja, 18-Wheeler ist ein feststehender Begriff. Das bezeichnet einen amerikanischen LKW, den man auch Semi-Trailer-Truck nennt. Und der also so das typische eine Zugmaschine und dann so ein oder zwei Frachtanhänger entsprechend, die da hinten dran hängen. Und ich hatte einen Begriff gelesen für das Genre, in dem wir uns hier befinden, den fand ich fantastisch. Und zwar eine Vehicle Simulation Action. Das sagt es eigentlich schon ganz gut, ja. Also Simulation so eher nicht, aber also Vehikelsimulation fand ich schon ganz witzig und dann noch mit Action gepaart, es widerspricht sich ja irgendwo so ein bisschen. Wahrscheinlich wird das Spiel erfunden worden, der Begriff. Das dann. Kann gut sein, ja. Ja, dann du hast das Spiel ja mitgebracht. Erzähl doch mal, wie das ganze Spiel so abläuft und was man da überhaupt so tun muss. Ja, mache ich doch gerne. Also im Endeffekt hatten wir schon angesprochen, typisch Arcade das Ganze. Ihr habt am Anfang eine Charakterauswahl mit unterschiedlichen Personen, die unterschiedliche Trucks fahren. Die unterschiedlichen Trucks haben dann leicht andere Eigenschaften, was Geschwindigkeit, was Durchzug, also Drehmoment angeht, Torque im Englischen und was die Toughness, also die Widerstandsfähigkeit des LKWs angeht. Und es sind kleine, feine Nuancen, die muss man herausspielen. Also es wird jetzt, wenn wir nachher euch das Spiel zeigen, wird es nicht offensichtlich sein. Für euch sind halt die optischen Unterschiede da. Und das Nette dort ist halt einfach, dass zu den Charakteren die passenden Trucks entwickelt wurden. Also da ist Sega mal wieder over the top, wie sie damals eigentlich öfter gewesen sind oder fast immer, wenn sie in einem Arcade unterwegs gewesen sind. Und dieses over the top Charakterdesign lässt dann auch wieder diesen Retro-Charme dann halt schön aufleben, weil sowas erlebt man heutzutage leider relativ selten in den modernen Spielen. Das ist dann doch alles irgendwie ein bisschen seriös und ernsthaft und da geht es dann halt eben um den Spaß an der Sache und da ein bisschen halt dann eben auch Humor dann mit reinzubringen über die Charaktere. Jetzt habe ich so lange über die Charaktere gesprochen, die Charakterauswahl. So viel Zeit habt ihr nicht im Spiel. Das nein, werdet definitiv. Ihr nachher sehen. Ich glaube, es sind 15 Sekunden oder so. 15 Sekunden oder 20 maximal. Und wenn ihr dann jemanden ausgewählt habt oder euer Cursor dann halt dort an einer Position liegen geblieben ist, wo der Countdown dann abgelaufen ist, dann geht es dann auch raus auf die Strecke. Und raus auf die Strecke heißt, ihr fahrt von Checkpoints ab innerhalb eines Levels sozusagen fahrt ihr verschiedene Checkpoints ab. Also es gibt dann immer einen Countdown, der sich verlängern muss. Und insgesamt hat man, ich glaube, vier Strecken, die euch dann einmal quer durch die USA führen. Also sehr im Schnelldurchlauf. Ihr seid, wenn ihr alle Strecken durch habt, seid ihr wahrscheinlich in weniger als 10 Minuten quer durch die USA gefahren. Ich glaube, es geht von New York irgendwie runter Richtung Florida und dann nach San Francisco irgendwie hoch. Also es ist sehr schnell da. Genau, ja. Also von daher ist einfach eine nette Übersicht, um mal ein bisschen landschaftsmäßig eine gewisse Abwechslung reinzubringen. Es fährt sich stellenweise auch ein bisschen anders mit engeren Kurven. Wenn es dann auch mal ein bisschen städtischer wird und so weiter, oder dann gibt es dann später einen anderen Spielmodi, auf die wir gleich zu sprechen kommen, gibt es dann auch noch mal irgendwie so eine Schotterpiste, auf der man unterwegs sein kann. Also da ist schon Abwechslung da, grafisch vor allem. Es fährt sich dann auch ein bisschen anders auf unterschiedlichem Geläuf. Aber die Hauptaufgabe ist in dem Hauptspielmodus, der Arcade-Modus, ihr habt einen Rivalen, der euch mit Sprüchen dazu animiert, wie... Ja, weiß ich, da können wir das Thema Leidwesen wieder aufgreifen, glaube ich, soweit. Also er hält uns nicht für den besten Fahrer und lässt uns das auch überdeutlich wissen. Wollte ich gerade sagen, er ist sehr deutlich in der Wortwahl. Richtig. Und den müsst ihr eben besiegen. Und am Ende, nach den ganzen Checkpoints innerhalb eines Levels, dann an erster Stelle, beziehungsweise vor ihm ins Ziel kommen. Also es gibt ja nur eins gegen eins.
Da habt ihr also quasi eine doppelte Herausforderung, einmal den Rivalen zu besiegen und vor Ablauf der Zeit dann eben das Ziel tatsächlich zu erreichen. Und auf der Strecke dahin kann so einiges passieren. Definitiv, ja. Genau, und man hat aber auch ganz arcadisch die Möglichkeit, sich da ein bisschen aufzuleveln sozusagen. Also es gibt Trucks, die haben da auch so ein Plus-Time, glaube ich, oben drüber stehen. Das heißt, wenn man die wegrammt, kriegt man ein bisschen Zusatzzeit entsprechend. Ne? Man kann den Rivalen aber auch gut selbst in Bedrängnis bringen. Also man kann die durchaus in den Gegenverkehr schieben oder solche Sachen. Also das kann man schon machen. Ja? Wobei wir, glaube ich, auch rausgefunden hatten, später gibt es bei bestimmten Rennen auch irgendwelche geskripteten Events mehr oder weniger. Selbst wenn man relativ gut gefahren ist und den eigentlich schon ganz gut abgehängt hat, ist der auf einmal an einer bestimmten Stelle trotzdem sofort wieder neben einem irgendwo. Ne? Also ja, das ist eine Mischung aus geskriptet und Gummiband-KI. Wenn wir halt, die Älteren unter euch werden es wissen, Gummiband-KI bei F-Zero ganz schlimm gewesen damals. Super Mario Kart auch auf dem Super Nintendo. Aber jetzt will ich, es soll jetzt kein Nintendo-Bashing sein, um Gottes Willen, sondern diese Gummiband-KI war ja querbeet durch alle Rennspiele großzügig vertreten. Das waren jetzt nur die prominentesten Beispiele, die mir gerade spontan einfallen. Und Sega hat sich auch dieser Sache bedient. Und das kann nach heutigen Maßstäben schon noch irgendwie ein bisschen frustig sein. Mhm. Aber naja, man arbeitet sich so durch und man findet auch schnell rein. Also wir hatten zum Beispiel den Wechsel relativ schnell, als wir die Spiele mal ausprobiert haben, von Ferrari quasi direkt rüber zu 18-Wheeler. Ja. Und da war es halt wirklich so, man ist schneller von Ferrari F355 Challenge in 18-Wheeler-Modus als umgekehrt. Das stimmt, also, das stimmt, ja. Es ist auch nie unfair schwer, finde ich. Also man kann das schon schaffen. Ja. Es ist nicht gerade einfach stellenweise, aber wenn man das ein bisschen übt, dann kommt man da schon ganz gut zurecht eigentlich in dem Spiel. Ja, ja, also auch wieder typisch Arcade einfach, muss genau. man dazu sagen. Ja, ja. Ne? Also ja, ja. Das ist dann halt wirklich über knappe Zeit und diese geskripteten Sachen bewusst so gemacht worden, dass da halt auch ein bisschen Langzeitmotivation oder halt die Spielzeit gestreckt werden soll, je nachdem, wie man es interpretieren möchte. Aber darüber hat man halt versucht, dann die Spielzeit entsprechend dann nochmal zu verlängern. Das heißt, ihr werdet da nicht groß an die Hand genommen, wie in den Spielen heutzutage, dass ihr erst mit Belohnungen angefüttert werdet, weil ihr irgendwie zwei Knöpfe richtig gedrückt habt. Hier geht es direkt knallhart los und weh, ihr zieht nicht mit, dann werdet ihr weinend und Tränen erfüllt und nie wieder auf das Spiel zurückschauen und wahrscheinlich dann sagen, nee, ist nichts für mich. Aber Sven und ich haben uns durchgebissen und um euch wenigstens ein bisschen was zu zeigen. Das werden wir auch. Also es gibt auch einen Zwei-Spieler-Modus hier im Spiel, den werden wir definitiv auch gleich mal kurz zeigen. Mhm. Dann gibt es hier einen Modus, den ich fast noch besser finde als das Hauptspiel und das ist der Parking-Modus. Und damit haben wir uns ja tatsächlich schon mal wirklich mehrere Stunden an einem Abend auseinandergesetzt. Standardmäßig sind, glaube ich, 4 Strecken freigeschaltet. Man kann 7 oder 8, glaube ich, freischalten, jedes Mal, wenn man diese Herausforderung schafft. Genau. Und da muss man tatsächlich lernen, mit dem LKW zu fahren. Und das ist richtig gut gemacht. Also ihr habt bestimmte Parkbuchten, die dann entsprechend durch so einen Leuchtrahmen angezeigt werden. Mhm. Und ihr müsst immer genau in diesem Rahmen parken. Das klingt jetzt total einfach. Ist es aber nicht, denn ihr habt A, Zeitdruck, ihr müsst genau wie im Rennen bis zu den Checkpoints habt ihr nur eine bestimmte Zeit, in der ihr in dieser Bucht sein müsst. Ihr dürft keine Sachen umfahren im Prinzip an der Seite, weil ich glaube, es ging auch mit Schadensmodell Zeitabzug dann entsprechend. Ja, genau. Ja. Das heißt, wenn ihr dann sagt, da fahre ich jetzt mal wie die Wutz und fahre hier die 3 Tonnen um, dann ist locker direkt mal 3 Sekunden weniger Zeit. Ja. Und die Strecken sind einfach super komplex gemacht. Also das ist wirklich nicht so, ihr habt einen großen Parkplatz, wo ihr fahren müsst. Gibt es auch einen großen Parkplatz, wo man sagt, ja gut, Parkplatz ist ja nicht so, ja, da stehen aber zig Autos und LKWs rum, die man nicht andetschen darf. Ja. Und das ist richtig, richtig toll gemacht. Ne? Oder teilweise eine Strecke hat man auch gesehen, hat Sinn gemacht, dass wir mit dem LKW, den wir die ganze Zeit genommen hatten, nicht weitergekommen sind, sondern eigentlich einen gebraucht haben, der noch mehr Zug hat, richtig, weil wir ansonsten mit der Zeit nicht zurechtgekommen sind. Da müsst ihr nämlich stellenweise in die Berge hochfahren und auf dem Berg oben in 2 Parkbuchten einparken und dann den Berg wieder runterfahren. Ja? Und das schafft halt auch nicht jede dieser Zugmaschinen so in der vorgegebenen Zeit. Also Endgegner ist in dem Spielmodus einfach rückwärts einparken mit dem Hänger, weil richtig, der sich genau anders und das ist, fällt. Genau. Und das ist genau die Sache, die genauso interessant ist, sowohl im Spiel als auch in diesem Parking-Modus habt ihr immer 2 Möglichkeiten, was für einen Hänger ihr anhängt. Und im Spiel gibt es, je nachdem, welchen Anhänger ihr habt, natürlich unterschiedlich Geld. Also wenn ihr die schwerere Last transportiert, gibt es natürlich mehr Kohle am Ende. Mhm. Aber die ist natürlich deutlich schwerer zu fahren, auch und zu manövrieren. Ja? Genau. Also wirklich
richtig interessant gemacht. Und dann gibt es ja noch so einen Score-Attack-Modus, da werden wir vielleicht auch mal kurz reinspielen gleich noch. Das ist im Prinzip Rundkurs, auch wieder über Checkpoints mit diesem Rivalen. Ja, und da muss man entsprechend dann auch gucken, dass man da irgendwie zurande kommt. Da wieder knallhart in die Karre fahren und das passt. Genau, also im Prinzip drei Spielmodi, die man als Singleplayer machen kann, plus diesen Zweispieler-Modus. Richtig. Aber dann hier. Die wichtigste Taste ist das Weghupen, glaube ich. Die Hupe, ne? Die gibt es hier bei Free Fire 5 Challenge, hat es mir ein bisschen gefehlt tatsächlich, aber hier kann man hupen, ja. Eine richtig schöne Trucker-Hupe, die richtig tief, dann ordentlich, also ich glaube nur noch so eine, wie sagt man, nicht Schiffsrohr, wie sagt man, eine Hupe ist es nicht, dann wie Schiffshorn. Schiffshorn, genau. Ja. Also knapp unter einem Schiffshorn kommt dann die 18-Wheeler-Hupe dementsprechend. Genau. Ich hatte gelesen, es war tatsächlich wohl auch ein Online-Modus geplant für das Spiel, der aber nicht mehr umgesetzt wurde am Ende. Oder? Ja, das ist mal gut. Ich habe irgendwas falsches recherchiert. Und sie haben dann nicht implementiert. Nein, also es war wirklich so spät im Zyklus. Sie haben das Spiel einfach noch schnellstmöglich, abgewickelt ist das falsche Wort, aber tatsächlich sauber zu Ende programmiert. Mhm. Und aber deswegen halt auf solche Feinheiten wie neue Modi und extra Inhalte dann halt eben leider Gottes verzichten müssen. Da verweise ich dann wieder auf King of Route 66 für eine der nächsten Folgen, wo dann tatsächlich Sega die Zeit hatte und die Zeit sich genommen hat, dann ein vollumfängliches Konsolenspiel aus dem Arcade-Original draus zu machen, beziehungsweise bei King of Route 66 gibt es ja kein Arcade-Original, soweit ich weiß zumindest. Aber 18-Wheeler ist ja der Vater im Geiste. Von daher beziehe ich mich da jetzt mit den Arcade-Wurzeln bei Route 66 da drauf. Ja, völlig korrekt. Wobei es eigentlich wirklich schade ist, weil du hast ja in der alten Folge schon mal angesprochen, die Dreamcast war also die erste Konsole, die ein Modem auch mit fest verbaut hatte und die eigentlich so richtig online-fähig schon gewesen ist. Also von daher schade, dass der Modus dann hier nicht mehr Einzug gefunden hat. Leider Gottes, ja, soweit dann halt. Aber naja, wir werden euch nachher zeigen, für heutige Maßstäbe quasi oder für die heutige Herangehensweise an so ein Spiel einfach mal einen netten Abend mit verbringen. Ja, ist dafür alles drin. Dafür reicht es auf jeden Fall und dafür macht es wirklich richtig Spaß. Ja. Genau, also da hat Sega in Sachen Gameplay dann gute Arbeit geleistet. Das Kern-Gameplay, das passt einfach, das stimmt. Genau, und es kommen auch alle auf ihre Kosten. Also man hat hier sowohl eine Cockpit-View als auch diese Chase-Cam-View hinter dem LKW. Wobei natürlich die Einpark-Challenge mehr mit der Chase-Cam-View Sinn macht als im Cockpit. Wobei, ich weiß gar nicht, ob man das umschalten konnte oder ob da im Parking-Modus tatsächlich nur die Chase-Cam-View an ist. Werden wir gleich rausfinden. Aber ihr könnt auch im Cockpit fahren, wie gesagt. Ne? Das ist auch ganz lustig, wenn solche Gebämsels da runterhängen am Rückspiegel oder solche Sachen. Das ist für mich ganz witzig. Genau, ansonsten so Windschatten fahren kann man hier zum Beispiel auch machen. Da kann man entsprechend auch nochmal ein bisschen punkten. Und wie gesagt, das mit dem Zeitbonus haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, wo ihr einfach Fahrzeuge wegrammen könnt, die ein entsprechendes Symbol oben drüber haben und dann entsprechend nochmal ein bisschen Zeit zu kriegen. Das wird schön, wenn es in echt auch so wäre. Ne? Das wäre fantastisch. Also stell dir vor, du bist auf dem Weg zur Arbeit, du rammst jetzt einfach irgendein Auto rechts rüber und kriegst noch eine Viertelstunde Zeit. Also von daher bin ich dabei. So Genau, es gibt auch ein paar Änderungen, die man zum Arcade gemacht hat. Zum einen ist hier wohl ein anderer Sprecher zum Zug gekommen als bei der Arcade-Version. Warum? Konnte ich jetzt nicht rausfinden, keine Ahnung. Ich muss ob zugeben, der andere so schlecht war oder... Ich muss zugeben, ich war in der Arcade, habe ich das Spiel leider nie erlebt. Nee, ich auch nicht. Bin ich nicht so weit gereist, weil ich glaube, wo hätte man hingemusst? England mindestens wahrscheinlich. Vermutlich, ja. In Deutschland, ob es da jemals einen 18-Wheeler-Automaten gegeben hat. Falls ihr irgendwo einen kennt oder vielleicht noch irgendwo tatsächlich einer in privaten Sammlerhänden gelandet ist. Oder wer es damals gespielt hat in der Arcade hier in Deutschland, sagt Bescheid. Sagt Bescheid, würde mich wirklich interessieren, ob es da was gab. Dann. Genau, in dem Arcade-Modus, wenn man von Stadt zu Stadt fährt, also zwischen den Rennen im Prinzip, gab es wohl im Arcade tatsächlich auch irgendwelche Ladebildschirme, die dann angezeigt wurden. Das hat man hier auch rausgenommen. Dann gibt es hier einen freispielbaren Charakter namens Nippon Maru. Weiß ich nicht, habe ich nicht freigespielt bisher. Wahrscheinlich, wenn man das ganze Rennen geschafft hat, irgendwie in einem bestimmten... Zu unserem Leidwesen und zu unserer Schande an der Stelle können wir... Also zu unserem Leidwesen haben wir es nicht geschafft und zu unserer Schande haben wir es müssen wir wahrscheinlich gestehen, dass wir einfach nicht gut genug sind, um den Fall zu schaffen. Oder es nicht lang genug vorbereitet haben. Oder dass wir noch fünf Abende mehr spielen müssen. Jetzt. Genau, also Gegendarstellung oder Korrektur zu eben. Zu unserer Schande muss ich sagen, dass ich es nicht schaffen würde, aber es wenn einfach die Zeit gefehlt hat, um dann Nippon Maru freizuspielen. Genau, und ansonsten neu ist hier dieser Zwei-Spieler-Modus auf der Dreamcast entsprechend auch noch, der im Arcade nicht
vorhanden gewesen ist. Also Arcade war wohl ein reines Singleplayer-Vergnügen. Ja, die internationale Fachpresse hat das Spiel sehr mittelprächtig wohl nur bewertet und auch in Deutschland gingen die Wertungen da ein bisschen auseinander. Also die Zeitschrift Fun Generation hat dem Spiel gerade mal 64% gegeben, relativ wenig. Da war Hauptkritikpunkt tatsächlich der wirklich geringe Umfang mit diesen vier Strecken. Hm? Wo es dann, glaube ich, auch geheißen hat, irgendwie so mehr als ein, zwei Abende spielt man damit eigentlich nicht. Und dann heute sagt man ja Vollpreistitel. Damals gab es das ja noch nicht. Da haben ja irgendwie alle Spiele eigentlich gleich viel gekostet bei Release. Ja. Mehr oder weniger. Dass da also einfach der Preis auch viel zu hoch ist. Ja, viel das so waren ja damals ist, ne? 100 Mark oder 90 Mark. Mhm. Je nachdem, die Dreamcast-Spiele, dadurch, dass sie auf dem optischen Träger waren, waren sie nicht mehr ganz so teuer wie die Module früher. Aber trotzdem 100 Mark, da fehlt es dann schon ein bisschen an Umfang einfach in dem Spiel. Da muss man den Magazinen schon recht geben. Ja. Und ihr müsst halt auch wissen, damals hat man nicht so leicht hohe Wertungen gezückt, wie es dann ab den Nullerjahren so losging. Also von daher ist 64% immer noch ein Spiel, das man gerne mal sich holen konnte, wenn man Fan des Genres war oder dieser Nische des, wie nennt sich's, Vehicle Simulation Action. Also wenn ihr damals schon wusstet, das ist genau euer Nischengenre, da lohnt sich auch bei 64% noch ein Kauf damals zum Vollpreis. Aber insgesamt, dass der Umfang zu gering ist, da das muss man einfach objektiv so festhalten. Ja, das stimmt. Lässt sich nichts daran rütteln dann soweit. Dann. Genau, die Zeitschrift Maniac und die Megafan haben jeweils 70% dem Spiel gegeben. Das ist so eine Wertung, wo ich sagen würde, ja, das gehen wir passt davor. Eigentlich. Ja. Und das Sega-Magazin hat sogar satte 80% gegeben. Das fände ich tatsächlich auch ein bisschen zu viel für das Spiel, muss ich sagen. Also ja, wie gesagt, auch aufgrund des geringen Umfangs einfach. Den Verlauf vom Sega-Magazin gibt es ja, glaube ich, noch. Da muss ich Computech, oder? Da müsste ich... Oh, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich muss vorsichtig sein, was ich sage, weil das Sega-Magazin, sagen wir es mal so, hat generell gerne mal höhere Wertungen gezückt. Das stimmt, vor allem, wenn es dann halt auch Sega-eigene Spiele waren. Mhm. Ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Druck vom Publisher war, sondern dass man da einfach zeigen wollte vielleicht. Das ist Sega, da geben wir gleich mal 10% mehr aber vielleicht. Das ist jetzt Spekulation. Es könnte sein, da, also sehr konjunktivistisch bitte das betrachten, nicht, dass hier irgendwelche Anwälte dann noch den Sven verklagen wollen. Ach so, was ich gesagt habe. Ich bin ja der Leidtragende. Das ist dein Kanal. Gucken jetzt mal ganz schnell auf die Coverversion des Spiels, damit wir hier aus der Nummer rauskommen. Da gibt es gar nicht so viel zu sehen. Ich habe euch wieder die europäische, amerikanische und japanische Version zusammengestellt hier. Die haben alle das gleiche Cover, lediglich der Schriftzug ist halt anders gelayoutet bei der europäischen. Dadurch, dass halt, ja, ich sag mal, veröffentlichungsbedingt ja der Dreamcast-Schriftzug immer ganz oben ist, hat man das 18-Wheeler dann in die Mitte gepackt und bei den anderen beiden Versionen halt nach oben. Gefällt mir sogar ein bisschen besser, weil man mehr von dem Bild sieht. Und lediglich bei der japanischen Version, finde ich, hat man so eine etwas andere Farbe genommen. Ne? Also die Explosion hier im Hintergrund ist bei Europa und Amerika eher so gelb und die ist hier so ein bisschen rötlicher gehalten, noch ne? So rot-türkis irgendwie. Ja, das dominante Dreamcast-Blau in der europäischen Version beißt sich dann doch mit dem Cover. Also ja, so finde ich jetzt als Hobby-Ästhet oder möchte gerne Ästhet. Finde ich schon, dass da die japanische und die US-Version deutlich besser, stimmiger einfach vom Erscheinungsbild sind. Ja, dann so das weit. Stimmt. Ja. Ja, schauen wir doch mal, was uns die Hülle hier von dem Spiel verspricht. Also 18 Räder, 20 Tonnen Ladung, ein 18 M langer Truck und 10.000 Meilen auf dem Highway. Tankt euren Truck mit Diesel voll, klettert auf den Fahrerbock und bringt eure Ladung von New York nach San Francisco in einem wilden Non-Stop-Rennen gegen andere Trucker und die Uhr. Mit Arcade, Parking Challenge, Score Attack und Versus-Modus ein echtes Trucker-Erlebnis. Schöner Marketing-Text. Definitiv. Also wirklich auch auf den Punkt gebracht, weil das sind ja doch irgendwie 5, 6 ganz kleine Zahlen, die man dann zur Verfügung hat, weil du ja siehst, ja, multilingual auf dem Cover. Wie so oft bei Sega, ja. Richtig, ja. Das erspart dann halt doch die, senkt die Druckkosten dann. Das wenn stimmt, man alles mit einem machen das kann. Das ist richtig. Ja. Aber man sieht hier auch in den Screenshots schon, ich finde, es ist grafisch einfach wirklich richtig schick gemacht. Hier der Splitscreen für den Zwei-Spieler-Modus, der hier neu ist. Und ihr werdet sehen, das ist natürlich keine Ingame-Grafik, das ist vorgerendert irgendwas, aber hier die anderen zwei Screenshots. Es ist wirklich schön. Also es macht auch wirklich echt Spaß. So, dann haben wir hier unsere Scheibe und dann schauen wir wie immer kurz auch mal in das Handbuch, was auch hier, ihr seht schon, relativ dick. Das heißt, wir haben hier auch wieder multilingual
und schauen mal gerade. Du redest über die Anleitung, ja? Okay, gut, nicht über dich, keine Sorge. Dann bin ich beruhigt. Das sollte kein Ranten sein, keine Sorge. So, wir haben hier vorne drin Englisch, wir haben hier drin Französisch. Dann haben wir hier, dann haben wir hier erstmal Deutsch und danach noch Espanol, genau. Möchtest du denn nicht Italienisch? Möchtest du nicht die französische Anleitung heute mal vorstellen? Möchtest du das gerne mal machen? Du darfst dann alles vorlesen. Das kannst du Französisch. Un peu, in der Schule. Ich wollte gerade sagen, mein Schulfranzösisch. Dans l'école, ne? Un peu de français. Pour sept ans und jetzt ist aber gut jetzt. Okay. Genau, wir bleiben jetzt bei der deutschen Anleitung hier. Ja, also wir haben hier eine kleine Inhaltsangabe. Dann haben wir hier die Tastenbelegung. Auch sehr schön gelayoutet, finde ich. Man kann auch hier das Ganze wieder mit einem Racing Wheel spielen, wenn man denn eins hat. Leider wieder schwarz-weiß, aber gut. Leider wieder schwarz-weiß, ja. Das ist halt einfach ein Kostenfaktor. Definitiv, genau. Ich finde es schön, dass hier die Anleitung sehr ähnlich gemacht ist wie der Menübildschirm. Ja, ja. Also man hat da optisch sich wirklich daran orientiert und hat das hier schön aufbereitet. Das sind entsprechend diese Spielmodi, die wir hier haben. Dann Records kann man hier entsprechend seine Spielrekorde auch speichern und ein paar Optionseinstellungen, die man hier was machen kann. Genau, das ist die Strecke, die man fährt. Hier einmal hier runter. Ja. Key West ist es, glaube ich. Und dann hier über Dallas. Mitten in Florida, genau. Oder nicht mitten, sondern ganz am südlichsten Zipfel dann dabei. Genau, also im Endeffekt sind das, aber das fahrt ihr nicht in einem Rutsch durch, sondern das sind dann eben diese die vier Länder, verschiedenen die man hier, Strecken. Die man hier dann entsprechend dann hat. Das, genau, ja. Genau, dann nochmal hier am Anfang die Truck-Auswahl. Wie gesagt, die Anhängerauswahl haben wir eben auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Mehr Geld für schwerere Last natürlich und dann entsprechend das Level-Ziel erreichen, damit man weiterkommt. Dann gibt es hier noch ein paar Tipps. Dann haben wir hier die Parking Challenge, die werden wir definitiv gleich ausführlich zeigen, weil die ist richtig lustig, das macht richtig Laune. Und ihr seht schon, ich glaube, es gibt wirklich nur die Chase Cam View, alles andere wird auch wenig Sinn machen eigentlich, ne? Weil du musst hier wirklich richtig rumrangieren. Genau, und wie gesagt, vier Stück am Anfang und wenn man den vierten geschafft hat, dann schaltet man einen fünften frei, wenn man den fünften geschafft hat, schaltet man eine sechste Stage frei und so weiter. Ich glaube, sieben oder acht hatten wir da frei. Oder wir haben nicht mehr weitergemacht irgendwann, weil es zu spät war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, ich muss dann ins Bettchen. Das kann gut sein, du musstest den Hund ins Bett bringen, der musste schlafen. Also eins muss ich noch kurz einhaken. Ja, gerne, immer. Weil ihr denkt, naja, okay, dann habt ihr ja gesehen, irgendwie so Container-Anhänger quasi. Es wird leider keine Explosionen in dem Spiel geben. Also falls ihr darauf wartet, dann könnt ihr jetzt schon abschalten. Trotz aller Action wird es das nicht. Was ihr hoffentlich nicht tut, dem Sven zu lieben. Nein, ihr schaltet keiner ab. Okay, gut. Aber Explosionen wird es nicht geben in Truck-Unfällen die da passieren können. Das stimmt, ja. Genau, der Score-Attack, wie gesagt, hier haben wir den Rhino. Hier sieht man auch schon Bonus davor, das Fahrzeug. Das kann man entsprechend kaputt rammen und dann kriegt man entsprechend einen Bonus. Ja, wie gesagt, ich meine, es war über ein Time Limit und entsprechend aber rundkursmäßig ein paar Runden fahren. Ne? Dann war es hier im Splitscreen geteilt. Dann haben wir hier die Records. Hier geht es, wie gesagt, nicht nach Punkten, sondern wer hat das meiste Geld verdient. Mhm. Aber es gibt tatsächlich hier die Hupenattacke im Versus-Modus. Stimmt. Da kann man mit der Hupe tatsächlich nicht nur den Gegner akustisch verwirren oder aus der Fassung bringen, sondern Sie können die Hupe betätigen, dann öffnen sich die Anhängertüren und ein Teil der Ladung fällt auf die Straße. Das war's. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Das Hindernis für Ihren Gegner. Der Effekt dieser Attacke variiert, je nachdem, welchen Anhänger Sie benutzen. Ja. Das wäre auch echt wieder geil. auf jeden Fall. Ich hupe und dann hinter mir, der mich die ganze Zeit nervt, der bekommt dann, was weiß ich, was aus meinem Kofferraum entgegengeworfen. Ja. Also wenn Sie diese Attacke dreimal ausgeführt haben, müssen Sie abwarten, bis sie wieder aufgefüllt ist. Also achten Sie auf das Timing. Sehr schön. Ja, dann wie gesagt, Difficulty kann man hier einstellen, diverse Audio-Sachen nochmal, Spiel laden, speichern. Dann haben wir hier sehr schön gemacht die Trucks. Und hier haben wir schon auch das, was man im Spiel hier hat. Entsprechend der Asphalt-Cowboy hat hier 3 Punkte beim Tempo. Hier der Highway-Cat hat dann schon 4, hat dafür ein schwacheres Drehmoment, ein deutlich schwacheres. Ja. Und da kann man entsprechend ein bisschen variieren, gucken, welche Zugmaschine liegt einem da am meisten. Beziehungsweise, wie gesagt, teilweise auch beim Parken. Welche Maschine ist vielleicht sogar etwas günstiger für eine bestimmte Strecke. Ne? Dann haben wir den Longhorn und den Streamline, auch wirklich sehr, sehr stereotypisch, die ganzen Charaktere hier wieder drin. Ne? Ich hatte dem Sven gesagt, er soll sich wie Longhorn anziehen für das Video, aber er hat sich doch geweigert. Ja, nur weil du dich nicht wie Streamline angezogen hast. Ja, das bauchfrei ist das. Ja, oder? Nein, ist er Ich glaube, an den Haaren ist er gescheitert. Im Schwarz-Weiß, dann nee.
Ja, dann haben wir hier noch die obligatorische Notizseite. Hast du da jemals irgendwas eingetragen? Oder? Na, ich will es ja so mint wie möglich halten, dann soweit. Ja, ja. Nein, aber, nee, auch früher, ja. Aber als Jugendlicher oder so. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo mal bei so ganz schweren Capcom- und Konami-Klassikern für Super Nintendo und Mega Drive da tatsächlich irgendwelche Cheatcodes mal eingetragen habe. Das vielleicht, oder irgendwelche Passwörter noch zu, auch zu 16-Bit- und 8-Bit-Zeiten. Aber ab da, nein, das war heilig. Das war heilig dann so weiter. Also ich habe immer selbst früher schon, ich habe immer irgendwie so einen kleinen so einen Blockzettel genommen und habe dann da meine Passwörter draufgeschrieben. Mir war das schon früher zu doof, das irgendwie in die Anleitung zu schreiben. Habe ich irgendwann entdeckt, dass die Option auch besteht. Ja, soweit dann halt. Ja, wer das Spiel heute haben möchte, der muss so mittelfiel ausgeben. Also die Dreamcast-Version kriegt man so zwischen 25 und 40 Euro, hatte ich jetzt gesehen. Je nach Zustand natürlich auch immer, ne, ob die Anleitung mit dabei ist. Und die PlayStation 2 und die GameCube-Version sind deutlich günstiger. Die kriegt man tatsächlich für 9 oder 10 Euro. Ja, so was ich so gehört habe, ist, dass tatsächlich die Dreamcast-Spiele in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen angezogen haben, was die Verkaufspreise, die Gebrauchtwagenpreise der Dreamcast. Die Gebrauchtkaufpreise der Dreamcast. Wir haben zu viele Rennspiele gespielt bis jetzt. Waren zu viele Spiele, wo Autos drin vorkommen. Definitiv. Also das ist ein bisschen angezogen, weil ich hatte damals noch, ich glaube, für 12 Euro oder 15 Euro maximal, und das müsste jetzt schon ungefähr 10 Jahre in meinem Besitz sein. Mhm. Und die 12, 15 Euro ist es definitiv wert. Mhm. 40 Euro, würde ich sagen, muss man schon hart überlegen, dann soweit. Dann muss wirklich schon, je nachdem, wenn wir mit den Videos, mit den ganzen Let's Play-Teilen auch durch sind, dann müsst ihr selber entscheiden, ja, das ist genau mein Ding, da gebe ich auch 40 Euro dafür aus. Wir verurteilen euch nicht dafür. Nein, um Gottes Willen, das soweit. Wir geben euch einfach mal einen Überblick über die ganzen Spielmodi und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob es euch das wert ist, das Spiel für den Preis in die Sammlung zu holen. Wenn ihr es nicht vielleicht sowieso schon habt und sagt, hey, das steht schon seit 5 Jahren bei mir im Schrank und ich habe es noch nie angespielt, jetzt gucken wir mal. Wenn jemand 400 Euro dafür ausgeben will, bitte einfach in die Kommentare schreiben, ich melde mich dann. Ihr kriegt dann auch genau das. So, dann schwingen wir uns jetzt auf den Bock, auf unseren 18-Wheeler und wünschen euch viel Spaß mit 18-Wheeler American Pro Trucker für den Dreamcast. Bis gleich. Chu ist ja mehr Zug. Ne? Das so war was anderes. Ich krieg die LKW-Hupe nicht hin. Im Ton blende ich jetzt gleich die LKW-Hupe für dich das ein. Also du machst jetzt nur die Handbewegung und ich blende das dann ein. Presented by Sega. Ich nutze doch die Zeit schnell nochmal, uns die Anleitung rauszuholen, weil ich die Tasten wieder vergessen habe. Man muss schalten hier, hoch und runter schalten, das ist ganz wichtig. Richtig. Auch da wieder Arcade-Tradition von Sega. Richtig, Autobahn, genau. Hat ja auch ein Zweiganggetriebe gehabt. Genau, es gibt hier zwei niedrige Gänge und einen hohen Gang und man muss immer zwischen dem hohen und dem zweiten niedrigen quasi dann umschalten. Ich denke, es wird in den Optionen vielleicht noch verraten. Meinst du? Bist du dir sicher? Oder willst du bei den Franzosen gucken? Ich dachte jetzt bei den Italienern besser, das verstehe ich. Wir haben hier auf jeden Fall ein sehr cooles Intro, finde ich. Ich glaube, das war auch eins der Bilder hier aus der, von der Rückseite der Verpackung. Ne? Mhm. Jetzt gleich. Das war schon alles Ingame-Grafik dann auch auf der Verpackung. Mhm. Und hier sieht man halt schon mal ganz schön die unterschiedlichen Landschaften. Und die Dreamcast konnte einen Zug und einen Truck gleichzeitig animieren. Sehr gut. Mhm. Schön hier Sonnenuntergangsstimmung. Cooles Intro. Definitiv. Also in die richtige Trucker, genau. Original Game, Copyright 99 und jetzt hier entsprechend 2000. Genau, wir sind hier im Hauptmenü, haben hier die vier Spielmodi, Arcade, Parking, Score, Attack und Versus. Können wir im Moment nicht anwählen, weil der zweite Controller noch nicht angeschlossen ist. Das werden wir dann gleich noch machen als letztes. Records, wie gesagt, Rangliste hier über die Spielergebnisse und in die Optionen gucken wir kurz mal rein. Difficulty lassen wir einfach mal auf normal.
geht bis very hard. Oh, es geht auch very easy. Okay, wir lassen es mal auf normal. Vibration können wir an- ausschalten, wenn man denn ein Rumble Pack drin hat oder nicht. Ja, haben wir ja. Also dann volle Leute. Wollte ich gerade sagen. Stereoton lassen wir auch. Also wenn Sven anfängt zu zittern, das ist wegen dem Rumble Pack. Vor allem, wenn das hier unten passiert, das ist, das ist nur der Controller. Ist, Gut, wir schauen uns erstes in den Arcade-Modus. Genau, wir haben den Asphalt Cowboy. Beilig, nur noch 10 Sekunden. Streamline, Longhorn und die gute Highway Cat. Wir nehmen mal den Asphalt Cowboy. Oh, ich hätte Longhorn nochmal gesehen. Ja, darfst du ja gleich. Ich bin die Longhorn-Stimmung. Du darfst ja auch gleich fahren. Ich muss auch noch fahren. Oh ja. Gott. So, Rival Trailer. Schlage diesen Trailer. Der Trailer war klein geschrieben. Bonuswagen plus 3, genau. Das ist wahrscheinlich französisch da. Trailer. So, was das heißt, keine Ahnung. Möglich. War nur französisch Grundkurs. So. Genau. Erste Stage. Transport Reward $12,000. Gib Gas. Im Moment, noch kann ich nicht. Und Schalten nicht vergessen. Ja, ja. Waren die Schultertasten eigentlich belegt hier? Ja, mit Gas Bremse und Bremse, Gas. Schätze ich mal. So.